Ach man. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einen eigenen Discord-Einladungslink ohne Nitro macht. Ich kann euch das einfach mal zeigen. Ich gebe hier jetzt einfach mal einen HTTP. Wobei, warte, wir machen das woanders. Machen das hier oben. HTTPS dsc.gg und dann einfach Game Unity Community. Wenn wir jetzt hier rauf gehen, stark, ich glaube, ich habe ihn doch falsch eingegeben. Machen das anders: www.esc.gg. Ach, da ist ein Komma. Na gut, kein Wunder, dass das falsch ist. Genau, hier. Und wie wir sehen, hat sich Discord geöffnet. Ich bin jetzt hier im Changelog-Kanal drinne. Ich kann euch das auch nochmal anders zeigen mit dem anderen Link, den ich habe: www.dsc.gg und dann genau hier unten Game Unity Casino und es öffnet sich gleich Discord und ich bin in dem Welcome Channel von von dem Casino Server zu dem hier. Das ist nämlich der Hauptserver und das ist so gesehen der Casino-Server davon. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr ganz einfach so einen Link selbst erstellen könnt. Dafür gehen wir einfach hier auf die Seite dsc.gg, Link unten natürlich in der Videobeschreibung. Und hier, ich kann euch hier nochmal zeigen, hier https://dsc.gg. Dann als allererstes natürlich, ne? Ist ja logisch, müsst ihr euch hier erstmal anmelden. Wenn ihr euch hier angemeldet habt, klickt ihr hier oben auf Dashboard. Das habe ich jetzt hier eigentlich schon gemacht, aber ich mache das jetzt hier nochmal. Und man sieht jetzt hier schon, wie oft hier die Sachen benutzt wurden. Dieser hier wurde tatsächlich schon 60 Mal verwendet. Der Link und der hier schon 63 Mal. Heißt, wenn ich jetzt praktisch gesehen hier drauf gehe, passiert erstmal gar nichts. Und heißt, wenn andere Leute hier raufgehen oder wenn ich das jetzt so mache, passiert auch nichts. Wenn andere Leute da jetzt draufklicken, kommen die direkt zu meinem Server. Und ich zeige euch jetzt einfach mal anhand des Discord-Links von dem GTA 5M Server von mir und Karim, zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ihr ganz einfach so einen Link selber macht. Ihr geht hier oben als allererstes rauf. Und schreibt hier dann erstmal hin, also das hier ist der Link und hier könnt ihr dann erstmal hinschreiben, was soll da stehen. Ich mache zum Beispiel einfach mal Island V V2, create das Ganze einmal und man sieht schon, hier ist alles drinnen. So, jetzt kann man hier natürlich noch Community Server 5M RP und keine Ahnung, das kann man dann noch als Tag reinmachen. Ich mache mir noch als Tag Island V. So, dann save ich hier das Ganze einfach und wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, sieht man hier ist Island V. So, der hat jetzt hier tatsächlich kein Profilbild, weil der normale Island V Server hat auch kein Profilbild bei Discord und kommt auf jeden Fall noch eins. Hier ist immer noch das Animated Bild tatsächlich drin. Das bleibt tatsächlich auch drin. Hier ist auch immer noch meine alte Nummer, warum auch immer. Also meine alte Hashtag-Nummer von Discord. Also, wenn ihr mich enden wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da ist der richtige Account so gesehen drin. So, und wenn ich jetzt hier hingehe und hier schreibe www.dsc.gg slash island v2, komme ich direkt, beziehungsweise wartet, ich zeige euch das sogar noch mal. Ich switche mal rüber auf meinen Hauptserver. Ja. So, ich mache Discord jetzt zu und gehe hier wieder hin: www.dsc.gg slash island wie V2. So,
Und dann öffnet sich hier der Link und hier bin ich dann schon drinnen. Und so ist das Ganze dann aufgebaut. Und hier bin ich jetzt schon in dem Chat drinnen auch. Und ja, so einfach könnt ihr euch einen Link selbst erstellen. Link zu der Seite, wo ihr euch den Link erstellen könnt, ist unten in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, euch hat dieses Tutorial geholfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich helfe euch da gerne. Und ja. Und das Schöne ist, ihr braucht hier auch nichts weiter einstellen. Ihr müsst einfach nur hier ein paar Tags hinzufügen. Ihr könnt 5 Tags reinmachen. Könnt das saven. Und dann habt ihr den Link und ihr habt das hier hinter, heißt so gesehen, wenn ihr jetzt hier eingibt www.dsc.gg, müsst ihr einfach nur das, was hier hinter steht, also jetzt hier zum Beispiel Island V, Island-V-V2 oder hier Game-Unity-Casino oder hier Game-Unity-Community, müsst ihr halt einfach nur dahinter eingeben, so wie es hier oben steht, und das ist dann der Link zu eurem Discord-Server. Ich empfehle euch außerdem noch, was zu machen, und zwar, wenn ihr hier Leute einladet, dass ihr hier auf Einladungslink bearbeiten geht und läuft ab, nicht nach 7 Tagen, sondern nie einen neuen Link generieren. Dann könnt ihr den hier kopieren. Das mache ich jetzt einfach nochmal. Und dann könnt ihr den, falscher Tab, so, dann könnt ihr den praktisch gesehen hier oben einfügen. So, ich ändere jetzt hier einfach mal den Link. Der ist jetzt geändert und ja, das ist dann hier so gesehen halt der Link für euren Discord-Server so gesehen. Ja, Leute, wenn euch das Tutorial geholfen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das mit einem Like und einem Abo zeigt oder einfach nur mit Like oder mit einem Abo oder mit einem Kommentar, wenn euch das geholfen hat. Ja, Leute, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis dann, tschüssi.